Sieger, mittlerweile aber nun schon seit 4 Jahren in Österreich, Markus Schupp. Nicht zu verwechseln mit Markus Schopp, dem österreichischen Nationalspieler. Schupp und Schopp, heute die rechte Mittelfeldachse bei Sturm Graz. Die Österreicher wollten in Athen heute Abend unbedingt ihre Auswärtsschwäche ablegen. Sturm Graz braucht in der ersten Halbzeit seit 20 Minuten, um sich in Athen zu akklimatisieren. Erste Chance, Mina Wandt, herrlicher Pass und Markus Schopp mit dem 1:0 und seinem 4. Champions-League-Treffer. Der Österreicher zurzeit in blendender Form. Der AC Mailand hat Interesse am 26-Jährigen. Ansonsten das Spiel nur mittleres Champions-League-Niveau. Panathinaikos insgesamt zu defensiv eingestellt und zu harmlos in der Offensive. Athen zu selten vorm Tor der Österreicher. Einzige nennenswerte Möglichkeit durch Nasiopoulos. Sturm Graz dagegen aggressiver, mehr Zug zum Tor. Immer wieder versuchten sie das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Markus Schopp und Mario Haas mit der Chance zum 2:0 in der 30. Minute. Sturm Graz erarbeitete sich weitere Chancen. Wieder ging schnell durch die Mitte. Thomas Kocian sieht Mario Haas und der macht das ganz cool und abgeklärt. Das 2:0 für Sturm Graz, 3 Minuten vor der Halbzeit. Keine Chance für Nico Polidis, zu früh liegt er am Boden. Ein beruhigendes Polster für die Österreicher zur Halbzeit. Die Griechen mussten nun in Hälfte 2 unbedingt etwas für die Offensive tun. Ein weiterer Stürmer, Boateng aus Ghana, brachte endlich Schwung ins Angriffsspiel von Athen. Nasiopoulos auf den eingewechselten Dera Boateng, fast der Anschlusstreffer. Aber tolle Reaktion vom Torwart der Österreicher, Sidorczuk. Ab nun spielte nur noch eine Mannschaft, Panathinaikos. Graz nur noch in der Defensive. In der 73. Minute war es endlich soweit. Saric auf Goma, nur noch 2:1. Orientierungslos die Abwehr der Österreicher. Stellungsfehler im Strafraum, Goma vollkommen unbedrängt. Die Griechen wollten ihre Minimalchance in der Champions League wahren und unbedingt den Ausgleich. Saric, Boateng und Liberopoulos aber nicht gefährlich genug. Kein Problem für Torwart Sidorczuk. Ein einziges Mal kamen die Österreicher in der zweiten Hälfte dann doch noch aus ihrer eigenen Hälfte heraus. Ibertsberger und Markus Schopp. Es blieb beim 2:1 für Sturm Graz in einem durchschnittlichen Champions-League-Spiel. Panathinaikos Athen kann sich damit aus der Champions League verabschieden. Für Sturm Graz sind die Chancen für das Erreichen des Viertelfinales nun wieder sehr, sehr gut. Und die Auswärtsschwäche ist nun auch erst einmal abgelegt. Fantastische